Du willst endlich dein Bauchfett loswerden? Tausche am Morgen das Brot gegen die Eier und ich erkläre dir auch ganz kurz warum. Wusstest du, dass wenn dein Frühstück vor allem aus guten Proteinen und guten Fetten besteht, also komplett ohne Kohlenhydrate ist, du richtig viele Vorteile hast, wenn es ums Thema Bauchfett verlieren geht? Ein ganz wichtiger Punkt beim Bauchfett verlieren ist natürlich das Thema Fettverbrennung. Und hier hast du die Möglichkeit, deine Fettverbrennung nochmal richtig zu boosten. Denn gute Proteine und gute Fette sorgen vor allem für einen stabilen Blutzuckerspiegel, dementsprechend auch einen stabilen Insulinspiegel. Und das hilft deinem Körper enorm, besser in die Fettverbrennung zu kommen. Außerdem habe ich es gerade schon erwähnt, du hast vor allem viel weniger Heißhunger und bist viel länger satt, denn dein Körper ist hier mit einer richtig guten Energiequelle versorgt. Dieses Frühstück hilft dir übrigens auch dabei, vor allem deine Muskulatur zu erhalten. Und wir wissen, je besser die Muskulatur ist und je gut besser die ausgeprägt ist, umso leichter hast du es natürlich auch, Kalorien zu verbrennen. Und gleichzeitig stärkt es auch noch dein Immunsystem, sieht auch noch ein bisschen gut aus. Also definitiv ein absolutes Plus für deine Muskulatur. Zudem hast du hier einfach einen viel konstanteren Energiepegel, denn Kohlenhydrate am Morgen machen tatsächlich ein bisschen müde. Wenn du also nur auf Proteine und gute Fette zurückgreifst, hast du einfach viel, viel länger Energie und gute Laune. Also schreib mal in die Kommentare, wie sieht denn dein Frühstück aus? Kleiner Tipp noch am Rande, wenn du wissen willst, wie du mehr Proteine in deine Ernährung einbauen kannst, lade dir am besten oben meinen gratis Protein-Guide runter.